braucht es wieder in. Die Erfahrung haben die beiden Kleiderläden von der Caritas in Zürich gemacht, wo jährlich die stolze Summe von 200'000 Franken erwirtschaftet. Und das aus Kleidern, die die einen Leute nicht mehr wollen und die dann eben die anderen gekauft haben. Aus der Erkenntnis, dass gebrauchte Kleider heute absolut salonfähig sind, ist eine nicht alltägliche Idee entstanden. Zum 10-jährigen Bestehen vom Kleiderladen in Liedeken eine Modeschau durchzuführen. Und so sind mehr als 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Caritas und ihre Freunde für einen Abend zu Mannequin und Dressman geworden. Das ganze Jahr kommen wir immer sehr viele Kleider über von der Bevölkerung und das sind sehr viele verschiedene Kleider. Und wir haben gefunden, dass es mal sehr interessant wäre, die Vielfalt in einem grösseren Publikum zu zeigen. Es soll aber auch in erster Linie ein Dank sein an unsere Kunden und eben an unsere Spender. Woher kommen jetzt die Leute, die diese Kleider vorführen? Das ist mal unsere Leute vom Laden und dann sind das unsere Freunde, Bekannte und so weiter. Wir haben einfach alle unseren Freundeskreis zusammengetrommelt und die führen jetzt die Sachen vor. Was ist das Moderne in der Caritas-Kollektion 1989? Vielfalt. Ist der Trend Vielfalt. Sicher an die 1000 und vorwiegend weibliche Zuschauer haben sich in Zürcher Kaufleutensaal gedrängt, wo nach nur eintägiger Probe eine der ungewöhnlichsten Modeschauen der Gegenwart über den Laufsteg gegangen ist. Eine Modeschau, die zu einem unkonventionellen Spektakel geworden ist und wo Leute angelockt hat, wo man sonst bei sonnigen Anlässen kaum antrifft. Das Mitmachen bei dieser Modeschau war für alle Mitwirkenden der erste grosse Auftritt. Und trotzdem ist dem unkonventionellen Caritas-Team etwas gelungen, das für Zürich recht ungewöhnlich ist.
das Publikum schon von allem Anfang an aus der Reserve zu locken. Und ich arbeite als Stylistin und interessiere mich von dem her schon sehr für Mode. Und ich bin auch durch eine Bekannte dazu gekommen, die in diesem Laden arbeitet. Und gefunden, es ist wirklich mal etwas anderes, es ist eine gute Sache, es ist mit jungen Leuten zusammen. Und ja, einfach mal zu erfahren, wie so etwas überhaupt passiert, wie das gemacht wird. Haben Sie das schon mal so präsentiert auf der Bühne? Nein, eigentlich nicht so in Sachen Mode, nicht, nein. Ist da ein besonderer Reiz dahin? Ja, sicher, man muss das Ganze erleben und vielleicht auch mal eben so auf der Bühne zu sein und die ganze Atmosphäre mal zu genießen. Wie drückt sich das aus? Wie? mein Name ist Sibyl Müller und ich gehe noch in die Schule und keinen Beruf. Ich kenne Lea, die im Caritas arbeitet, und sie hat mich gefragt, ob ich mitmachen könnte. Dann dachte ich, ja, ist schon schön. Besonders wieder mal. Ja. Dass die Veranstaltung zu so einem grossen Erfolg geworden ist, darf sicher einerseits der gut organisierten Vorbereitungen zugeschrieben werden. Mitentscheidend ist aber auch sicher die enorme Spontanität von allen Mitwirkenden gewesen. Und das, obwohl hinter den Kulissen das grosse Lampenfieber grassiert hat. Der Erfolg von dieser Modenschau hat sich auch daran gezeigt, dass ein ganz grosser Teil der vorgeführten Kleider unmittelbar nach der Veranstaltung neue Besitzer gefunden hat. Wie gut diese Sache beim Publikum angekommen ist, haben die beiden Caritas-Läden aber auch in den Tagen nach dem Anlass können erfahren. Sie sind mit neuen Kleiderspenden förmlich überfahren worden und seither ununterbrochen dran, alles auszusortieren. Eine so eine spektakuläre und lustige Modenschau wird zwar in absehbarer Zeit wohl nicht mehr geben. Aber dass Secondhand-Kleider salonfähig sind, die Tatsache bleibt bestehen.